Sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite guten Tag und herzlich willkommen. Während wir verhandelt haben, Olaf Scholz hat eben den Stil der Verhandlungen ein bisschen beschrieben, haben sich einige Krisen dramatisch zugespitzt und entwickelt. Die Situation an den Außengrenzen in Belarus, aber eben vor allem die Corona-Pandemie. Und während wir um Worte und Interpretationen gerungen haben, ist Sorge und Angst in Deutschland umgegangen. Menschen stehen in Schlangen, warten auf die Booster-Impfung und gehen dann unverrichteter Dinge wieder weg. Wir übernehmen oder werden die Regierung in einer Zeit der Krise übernehmen. Und wir sind uns, und ich bin Olaf Scholz dankbar, dass er das eben noch einmal so ausgeführt hat, klar darüber, dass wir alles Notwendige tun werden, um die vierte Welle zu brechen und die Corona-Pandemie beherrschbar zu halten. In einer Zeit, wo so viel Sorge, Angst und Verunsicherung da ist, ist es wichtig, dass wenigstens ab und zu ein Zeichen, ein Dokument in diesem Fall des Mutes und der Zuversicht gegeben wird. Und ein solches legen wir Ihnen hiermit heute vor. Das Leitbild dieser Regierung ist eine handelnde Gesellschaft, ein investierender Staat und ein Deutschland, das schlichtweg funktioniert. Die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, die industriestärkste Nation Europas, bekommt eine neue Regierung. Eine Regierung, die es in der Konstellation nicht gab, die sich gefunden hat und weiter finden wird. Ein Land in einer Zeit der Krise zu modernisieren, bedeutet eine große Anstrengung und eine große Entschlossenheit ist notwendig. Die Grundlage für diese Anstrengung und Entschlossenheit, die haben wir jetzt geschaffen. Und im Kern dieser neuen Geschichte, die wir zusammenschreiben können, ist die Vereinbarkeit von Wohlstand und Klimaschutz. Wie ein roter Faden zieht sich der Gedanke durch, dass Gegensätze durch eine neue Politik sich ergänzen können, überwunden werden können, am massivsten wahrscheinlich zu beobachten bei dem Verhältnis zwischen Wohlstand und Wachstum und dem Schutz des Klimas und den natürlichen Ressourcen. Wir haben darüber gestritten, ob wir die Klimaschutzziele in Deutschland, die der GroKo, dass bis 2030 die CO2-Emissionen um 65% gesenkt werden sollen, noch anheben können und haben uns dagegen entschieden, das in den Koalitionsvertrag reinzuschreiben. Wir haben stattdessen einen anderen Weg gewählt, nicht also immer größere Ziele zu beschreiben und zu ernennen, aber in der Wirklichkeit immer hinter den gesteckten Zielen zurückzubleiben, sondern konkrete Maßnahmen zu identifizieren, wie wir die Ziele erreichen können. Solche Maßnahmen sind Ausbau der erneuerbaren Energien auf 80%, Maßnahmen, dass der CO2-Preis der Zertifikate nicht unter 60 Euro fällt, was bedeutet, dass der Kohleausstieg vorgezogen werden wird, dass die erneuerbaren Energien nicht mehr ein Zusatz sind, sondern im öffentlichen Interesse stehen, dass sie die Versorgungssicherheit zu tragen haben. Und nun haben wir nachgerechnet und sehen, dass wir mit all den Maßnahmen, die wir beschlossen haben, über die 65% hinausgegangen sind. Wir sind auf 1,5 Grad Fahrt mit diesem Koalitionsvertrag. Der Geist, der dahinter steht, ist, in der Wirklichkeit zu agieren. In diesem Fall natürlich erst einmal einen Leitfaden zu schreiben, in der Wirklichkeit zu agieren und dann in der Gegenwart das Bestmögliche zu tun. Auch die zweite große ökologische Krise unserer Zeit ist adressiert. Wir haben das Artensterben und das Höfesterben. Es schreit nach einem neuen Denken in einer Landwirtschaftspolitik, die nicht nur Wachse oder Weiche kennt. Und was finden wir in diesem Koalitionsvertrag? Die Roadmap, genau dahin zu kommen. Mehr Ökolandbau, Reduktion von Pestiziden, Förderung der bäuerlichen Betriebe beim Umbau der Tierhaltung. Und so versöhnen wir den Gegensatz von Schützen und Nutzen durch eine neue Politik. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Christian, Olaf, Annalena, Saskia und Norbert, es war manchmal ganz schön anstrengend. Wir haben uns ganz schön viel zugemutet. Aber wir werden eine Regierung sein, die auch anderen Menschen etwas zumutet, also müssen wir uns auch etwas zumuten. Die entscheidenden Momente bei diesen Verhandlungen waren immer dann, wenn man voneinander gelernt hat.
Nachdem man sich seine Programmpunkte vorgetragen hat und gesagt hat, wie konntet ihr nur so doof sein, das nicht zu verstehen, das habt ihr jetzt schon seit 20 Jahren gehört, hört endlich mal zu, und die Lautstärke wurde immer größer, gab es manchmal Momente, wo es gekippt ist und man den Hintergrund der Argumentation verstanden hat. Und dann wurden neue Lösungen möglich. Und so löst sich vielleicht auch in dieser Ampel ein, was wir für die Gesellschaft beschreiben. Gegensätze können überwunden werden durch eine lernende Politik. Ein lernendes Deutschland, eine lernende Politik. Das ist das Versprechen, das wir uns geben.